So ein Formel-1-Rennen gegen Markus hätte ich auch Bock, ne? Ich bin schon ein paar Mal gegen ihn gefahren, also wie gesagt, mittlerweile. Ich weiß, dass er Ja, damals das aber. blutige Anfänger kam und ich weiß, über Formel 1 habe ich ihn zum Beispiel kennengelernt. Er war damals einer meiner Abonnenten auf YouTube und auch hat von meiner Formel 1-Rennen geschaut. Und irgendwann haben wir dann geschrieben, haben wir gesagt, dann treffen, dann fahren wir zusammen die Formel 1 und alles drum und dran und weil das Ganze ist das eigentlich erst zusammengewachsen. Es kam tatsächlich damals Aber mit Formel 1 mir an. kommt so vor, als wenn wir die Map kennen. Die haben wir schon ein paar Mal gespielt, hä? Vielleicht? Ja, ich habe die aber auch nur genommen, weil hier der Bereich so klein ist. Geh weg. Aber da kam einer von hinten. Markus, ich habe mich mit Kevin duelliert. Jawohl, Kopfschuss. Das war gemeine von dir. Oh, arme kleine Svenja. So. Was, das war zwischen die Beine von dir? Nee, ich wollte mit dem Kevin jetzt gerade ein bisschen kuscheln. Wieso wundert mich nie, dass hier ein Auto steht? Gerade wenn der Markus in der Nähe ist. Weg damit. Aua! Alter! What the fuck? Hallo Sven. Nee, nicht im Auto. Hier, ich habe Überraschung, dass die Autos stehen. Ich bin schön. Ja, ich bin im Radl da. Ja, ich bin im Radl da. Ach, da ist eh noch. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Komm, put, 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 put. Das ist eine Bombenstimmung gerade. Gut. Ja, Captain Iglu, der. Ach, naja. Ich hab den So. Kinder geschafft. Captain Eagle! Ich hab auch keine Waffe. Hilfe! Ich hab eine Waffe in der Hose, Uli! ja. Nee, das ist. Hier, Wiener Würstchen zählen nie, Cap. Das hat so ein Maika-Würstchen. So. Aua! Markus, jetzt hör doch mal auf damit! Ja, dann nimm nicht meine Punkte weg! Ja, ich weiß, du hast da unten zwischen den Beinen hast du Gefühle, ich weiß. Ganz starke, ganz große. Wir sind doch eigentlich gegen Kev und nicht gegen uns. Weißt du, das wären halt die Tage. Ja, das auch. Ich brauche jetzt eine andere Waffe. So geht's nicht weiter. So, endlich andere Waffe. Kev, wo bist du? Put, 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 put. Moin. Schade. Ich dachte, ich krieg dich doch. Alter, ich hab dich erwischt. Ey, der Kevin klaut uns hier richtig die Punkte. Ja. Jetzt Was da willst kommt du machen? die blonde Bitch mit meinem. Ey, der Kev hat alle Punkte, ist denn normal? Gar nicht wahr, ich habe nicht mal alle Punkte, ich habe zwei, ja. Aua! Markus! Irgendwo hat gerade geknallt. Ja, ich habe Sven ja gerade geknallt. Das ist mein Job. Alter Schwede. Ich hab's mir noch mitgenommen, aber ich hab dir noch einen Headshot gedrückt, ja. Übrigens, Kev, Hä? ich habe ja gestern Abend, ist ja, war ja wieder 100% Liga, ne, in Baku.
Aha. Und ich hatte einen Hamilton Verstappen Moment aus Monza. Also, da haben sich zwei vor mir duelliert. In der Linkskurve sind dann beide in der Mauer gelandet. Der eine ist mit dem Heck hochgeflogen und ist auf mein Auto oben drauf. Das ist nicht wahr, da campt die blonde Bitch am Camping am Tennisplatz. Brennst du lustig? Wie kommt's? Das ist eine heiße Stimmung. Achso. So, was macht Sinn. Aua! Jetzt hapfen! Die Drecksau! Ist sowieso seltsam, wie bei so viel Regenguss, das so auf dem Boden brennen kann. Hui, ich bin auf Feuer und Flamme. Mach du mich raus. Hab dich. Aua! Mir wurde körperlich Gewalt angetan. Zu Recht, zu Recht. Aua! Oh, Scheiße. Du hast aber genau das Ding reingeschossen da. Boah. Ich meine, ich hab dich gesehen. Ich wusste, dass du da stehst. Aua! So. Man kann meinen Punkt. Alter, hier draußen auf der Straße liegen auch die Autos überall rum. Was ist denn da los? Ernsthaft? Könntest du mal aufhören, dich reinzumischen? Ja, gut, okay. Kann man doch so bringen. Ich hatte gedacht, ich krieg dich doch aus dem Auto gezogen, deswegen war ich eigentlich rumgegangen erst. Lad doch mal nach, Alter! Das ist doch nicht wahr! Ey, laut meiner Dings war ich genau bei dir auf dem Kopf drauf und du stehst immer noch und schießt mir noch eine zweite Rakete rein. Normalerweise schießt du ja nur deine Raketen bei Svenja rein. Deswegen wundere ich mich gerade, dass die bei dir nicht. Wie gesagt, normalerweise warst du. Wärst locker weg gewesen bei mir. Aber naja. Ah! Ja, ich hab dich. Nein, ich wollte mich gerade wegdrehen. Hey, Tor. So, 2 Minuten noch. Das ist nicht wahr. Da bohrt die Olle neben mir. Aua! Mach es! Auch nicht schlecht, eigentlich. Dafür stirbst du. Hinter. Kapitän! Ja. Eigentlich müsste man immer, wenn man hier von dem, wie heißt der Russe da? Keine Ahnung. Dem U-Boot. Immer wenn man von dem angerufen wird und man sagt, Kapitän, dann musste man eigentlich dieses Outfit hier anziehen, was ich anders. Aua! Hörst du mal auf mit der Scheiße jetzt?
Westward, okay. Ach Mist, ich hab vergessen, dass ja da noch Minen lagen. Scheiße, schaff's nie! Oder doch? Aber instant. Yes! I love it. Ich liebe den Tennisplatz. Aha. Ja, ich mag's. Ich tue es gerne auf Tennisplätzen. Da erinnere ich dich wieder dran, wenn du das nächste Mal wieder sagst, ständig müssen wir diese Map spielen. Ich bin den jetzt, glaube ich, zum vierten Mal oder so. Dass der Kev mal gewonnen hat, ist was Neues. Moment, der Tennisplatz, der ist eigentlich... Ich habe die besten Statistiken. Die meisten Kills, die wenigsten Tote, die meisten Punkte. Also die Runde ging tatsächlich, war tatsächlich jetzt mal echt meins, ja. Ich hatte meistens immer zwei bis drei Punkte. Ich hatte die ganze Zeit am Heilungbaum nicht zu killen. So. Ich wollte halt auch mal was von dir haben, Sven. Das ist eigentlich meins. Alles meins. So, über